Moin Moin und herzlich willkommen zu einem Let's Play Crossfire und auch gleichzeitig zu meinem letzten Let's Play Crossfire. Das sage ich gleich mal ganz am Anfang raus. Ja, also ihr werdet jetzt in den nächsten für mich 3 Stunden ungefähr mich einfach dabei sehen, wie ich Crossfire zocke. Ich weiß, ich habe ja schon Let's Plays zu Crossfire gemacht, aber ich werde jetzt einfach so einige Waffen nochmal so ein bisschen reviewen und einfach so ein bisschen Müll vor mich hinlabern, so wie ich das ganz gerne immer zwischendurch mache. Ja, aber wieso ist es mein letztes Crossfire-Video? Ehrlich gesagt habe ich nicht mehr so wirklich Lust auf Crossfire, weil der Shooter meiner Meinung nach also für mich nicht mehr so wirklich Spaß macht nach der Zeit jetzt. Und ja, ich werde mich jetzt anderen Spielen zuwenden. Vor allem werde ich Let's Plays machen zu spielen. Zu welchen genau, weiß ich noch nicht. Das könnt ihr mir gerne als Kommentar schreiben. Ich werde noch ein einzelnes Video dazu machen, warum und wieso und weshalb und so. Und ja, das soll erstmal dann nur hier so die kurze Information sein. Ja, Crossfire ist immer noch ein kostenloser Online-Shooter. Also vor allem für die, die das erste Mal jetzt auf meinem Kanal sind, ist es ja interessant zu wissen. Könnt ihr euch kostenlos runterladen auf www.z8games.com. Und ich treffe einfach mal gar nichts. Ja, ich habe seit ein halbes Jahr nicht mehr gespielt. Deswegen bin ich auch noch nicht so pro gerade. Gegner, nein, böse, weg. Ja, die Map hier ist Egypt. Die spiele ich gerade im Team Deathmatch. Das heißt einfach so lange Leute abschlachten, bis das Spiel vorbei ist. Das geht diesmal auf Zeit und nicht nach Kills. Jetzt habe ich hier erstmal 10 Minuten Zeit. Dann wird das hier auch gleich mal der erste Part sein. Ich habe mir ehrlich gesagt noch kein Layout oder so zusammengestellt, was ich wann mache, was ich wann erwähne. Das kommt einfach so jetzt während des Spiels. Und ich weiß auch, ich schulde euch noch eine Review zur M4 Custom. Die werde ich auch jetzt im Laufe dieser Let's Play-Reihe machen. Das werdet ihr aber auch dann im Videonamen oder in der Videobeschreibung finden, je nachdem, wie ich lustig bin. Und so. Und wie das von der Länge aufpasst, weil so YouTube-Titel über 3 Zeilen sind immer so ein bisschen unpraktisch. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber ich habe Camtasia Studio 7 runtergeladen. Das heißt, dass ich jetzt hoffentlich richtig geile Qualität hier habe. Wenn nicht, dann ist es ärgerlich. Ihr könnt mal gucken. Wahrscheinlich könnt ihr das Video auch in HD euch reinziehen. Ich habe aber auch die Spielgrafik etwas runtergeschraubt, um optimale Performance zu liefern. Das läuft jetzt gerade flüssig während der Aufnahme auf 30 FPS und das finde ich persönlich besser als hier die Grafik zu zeigen, weil die auch auf höchster Auflösung nicht ganz so toll ist. Ich krieg vielleicht True HD hin. Das werde ich aber sehen. Also 1000. Weiß gar nicht, was ist HD? 1024 ist True HD, Voll HD? Ja, ne? Naja, wenn nicht, dann tut's mir leid. Jedenfalls habe ich das versucht. Ich habe mein Bestes gegeben und wenn das nicht geklappt hat, dann ist das alles, was mein PC hergibt. Ja, und ich bin mir auch bewusst, dass ich selber keine Spielsounds habe und auch das tut mir leid und da möchte ich euch bitten, einfach mal einen Kommentar zu schreiben, ob ihr das dramatisch findet oder nicht. Also so Ingame-Sounds wie Waffen, Geräusche und so und so was alles daher, das könnt ihr ja bei mir nicht hören. Warum? Ganz einfach, weil ich mit meinem Headset nicht die Sounds von meinem PC aufhören kann. Also ich kann nicht das aufnehmen, was ich höre, sondern quasi nur, was ich so für Scheiße gerade vor mich hin laber. Das Einzige, weswegen man das hört, ist, dass ich das auf normaler Soundlautstärke habe, also so wie als würde ich ganz normal zocken. Und wenn ihr das mal ausprobiert und hängt euch mal einfach nur eure Kopfhörer um den Hals und zockt dann so auf eurer normalen Lautstärke, das hört man schon recht deutlich. Und dafür habe ich hier diesen Geräuschfilter ausgeschaltet. Ja, ich habe so ein Mega Pro Headset von Logitech mit eigener Soundkarte, weil ich, soweit ich weiß, keine Soundkarte habe. Kann sein, dass es doch so ist. Zumindest habe ich keine Treiber für die installiert. Und das ist einfach tausendmal chilliger, wenn man das gar nicht braucht, sondern einfach alles über Headset geht. Und außerdem ist die Qualität dadurch meiner Meinung nach besser. Also kann ich euch, wenn ihr einfach so zum Zocken oder so, kann ich euch das wirklich wärmstens empfehlen. Ja, man merkt übrigens, dass ich seit 3 Monaten nicht mehr gezockt habe. Ist schon so ein bisschen auffällig, ne? Ja, was habe ich denn noch so an Waffen dabei? Ich habe ja nur 2 Bags. Ja, M4, Anaconda. Probieren wir die mal aus. Ja, der ist AFK angeblich. Green Wimmer. Weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, ob es so ist oder nicht. Ja, zu dieser schicken Waffe hier werde ich auf jeden Fall eine Review machen. Jetzt so in den nächsten Parts.
Ich werde mich jetzt erstmal wieder so ein bisschen da einspielen und so gucken, wie ich damit bin. Ja, also ihr seht ja hier schon so, die grundsätzliche ist, kann ich ja schon mal so drüber sagen. Sie hat relativ starken Rückstoß, aber dafür, wenn man einzelfeuert, eine wirklich krasse Präzision. Sie hat einen Schalldämpfer, wie ihr sehen könnt, der ist extremst nützlich. Und eigentlich ist das eine optimale Waffe, wenn ihr viele verschiedene Spielmodi spielt. Also die ist auf wirklich kein Spielmodus spezialisiert, damit könnt ihr zocken, was ihr wollt, von Ghost Mode bis zu Search and Destroy und Team Deathmatch. Also deswegen finde ich die auch wirklich sehr nice. Das ist auch der Grund, warum ich mir die geholt habe, weil ich das schon vorher gehört habe von einem Kumpel, der hat die Crystal davon. Und ja, das ist der Grund, warum ich die hab. Die gibt's für Coupons zu holen im Black Market, 60 Coupons meine ich in der Standardversion, und dann gibt's eben noch mal die Custom Crystal. Also das ist ja jetzt die normale Custom und die Crystal gibt's da noch. Und ja, ist ganz nice, recht hoher Schaden auch noch. Also eigentlich so ein Traum Riffle. Ja, Traum Riffle, das habe ich jetzt richtig schön ausgesprochen. Oh, dieser Apfelkuche. Ja, Double Kills und so. Ja, ich fange jetzt aber nicht nochmal mit den Basics an, falls ihr, wie gesagt, neu zuschaut. Dazu habe ich auch Let's Plays, müsst ihr einfach mal auf meinem Channel gucken, habe ich sogar eine ganze Playlist zu. Könnte ich eigentlich den Link mal hier in der Videobeschreibung posten. Und da findet ihr alle Videos zu Crossfire drin. Und das werde ich auch mit künftigen Let's Plays machen, dass ich einfach mal eine Playlist erstelle hier. Let's Play Spiel XY. Ich habe mir ehrlich gesagt noch nicht überlegt, womit ich anfange und was ich mache. Im Moment ist ja 4-3 in der Let's Play-Mode und ich glaube, ich werde mir 4-1 kaufen. Und dann nochmal so eine Erinnerung für alle, wie der erste Teil überhaupt war. Außerdem war der erste Teil ja so quasi vor der ganzen Let's Play-Geschichte, soweit ich weiß. Ich glaube, 2005 kam der erste Teil heraus, da waren Let's Plays ja noch nicht so in Mode. Und ja, das dürft ihr vermutlich von mir erwarten. Es sei denn, ihr schlagt mir was vor. Schreibt einfach schnell, das kann alles sein, wirklich jedes Spiel. Wenn die Spiele zu neu sind, also oder zu viel Leistung brauchen, besser gesagt, dann kann es sehr gut sein, dass ich sagen muss, nee, sorry, das packt mein PC nicht, weil ich bin eigentlich PS3-Zocker, kann aber nicht von PS3 aufnehmen, höchstens mit einer Videokamera, und das sieht, wer das schon mal probiert hat, der weiß, das sieht einfach nur scheiße aus. Scheiße, Teamkill. Deswegen am besten Klassiker oder kostenlose Online-Spiele, weil bei denen hatte ich bis jetzt noch keine Probleme und die sind auch immer relativ anforderungsarm. Also da muss der PC ja meistens ziemlich wenig für können, auch für Crossfire. Chrisman, man, der campt da immer um die Ecke und ich peile das einfach mal nicht, dass ich den da einfach jedes Mal, dass ich da einfach mal so ein bisschen aufpassen muss. Ja, ich werde auch andere Videoarten auf jeden Fall noch mit einbauen. Also ich werde mich nach wie vor nicht nur auf Let's Plays beschränken. Wie ich ja erwähnt habe, ich habe jetzt Camtasia und das hat ganz geile Effekte eigentlich, hoffe ich. Also was ich so bis jetzt gesehen habe, hat das zumindest Effekte. Und das heißt, vielleicht werde ich mich auch an eine Montage wagen, also dass ich so einfach so ein paar Kills zusammenschneide. Wenn nicht von mir, dann vielleicht von einem Kumpel, also dass er mir einfach nur die Kills gibt und ich schneide das zusammen. Das werde ich aber auch alles später nochmal entscheiden. Und ja, ihr könnt mir auch, das werde ich noch überlegen, gerne eigenes Videomaterial schicken. So für so Kill-Zusammenschnitte. Wenn ich herausgefunden habe, wie man mit Camtasia so Effekte macht und ob ich das kann. Und ja, das werdet ihr definitiv in einem Bulletin erfahren, vielleicht sogar in einem Extra-Video. Und ja. Granatenkill. Autsch, nee. Ja. Ich habe übrigens schon gehört, dass es einen netten Bug gibt, wo man die Tutorial-Map jetzt in SND spielen kann. Also, das hört sich nach einer richtig krassen Möglichkeit an, um einfach ganz schnell ganz viele EXP zu kriegen. Das werde ich dann einfach mal im nächsten Part hier ausprobieren. Und, ja. Na. Nein. Ah. Der nennt sich Kondom. Ich meine, klar, der will kein AIDS haben, aber das ist doch kein Grund, sich so zu nennen. Das ist ein Spiel. Aber na gut, der ist Golden Pommes, wollen wir mal nicht meckern. Ich kann mich auch daran entsinnen, dass einer, den ich abonniert habe, Kondom heißt. Naja,
Kondom 99. Als wenn der, wenn er 12 Jahre alt ist, ein Kondom braucht. Der Olle. Die Olle Fickkartoffel. Ja. Ja, Waffenreviews werde ich jetzt in den Let's Plays auch gleichzeitig einfach mal so noch etwas genauer zu der M4 Custom machen, weil ich mit der am besten bin im Ghost Mode, um ehrlich zu sein, wegen dem Schalldämpfer. Auch wenn die nicht nur für Ghost Mode ist. Und auf jeden Fall auch zu Dual Desperado, wie die ihr ja schon so ein paar Mal sehen konntet. Weil die auch echt nice ist, eigentlich, die Waffe. Ja, die Dual Desperado jetzt. Auch hier Dingskirchen. Die M4 Custom ist auch ganz nice. Autsch, das war eine Granate, die getroffen hat. Mann. Ja. Ja, wir verlieren das hier wohl. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Wow. Nein, ich gehe jetzt durch. Ich will den Sniper killen. Ich will den Sniper killen. Nein, das war nicht der Sniper. Egal, ich habe trotzdem jemanden gekillt. Scheißegal. Scheißegal. Wow. Ah, ey. Das wird mir schon wieder zu viel Stress. Das hält mein armes altes Herz nicht aus. Wang, digi, dangi, 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 nix Schuss. Wang, digi, dangi, 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 nix Schuss. Ja,